Hallo, willkommen bei The Nosy Rosy. Hier ist die Jen. Ja, mein Videoschnittprogramm ist immer noch kaputt, wenig, geht irgendwie nicht. Deswegen habe ich da gerade ein Ersatzprogramm, mit dem ich nicht so ganz klar komme und mit dem ich das nicht hinbekomme. Mit diesem Effekt und deswegen manuell. Ja, willkommen. Erstmal wieder ein dickes Sorry, dass ich in den letzten zwei Wochen kein Video hochgeladen habe. Aber wie ihr ja auch schon oder eine von euch schon schön geschrieben hat, wir alle, wie Rosies, haben ja auch ein Privatleben und manchmal hat man dann leider keine Zeit, oder ich jedenfalls, hat leider keine Zeit, ein Video zu machen. Also vor allem jetzt gerade bei mir hat das Semester wieder angefangen, ich habe ziemlich viele Vorlesungen und deswegen war ich da etwas noch nicht so im Fluss und hatte irgendwie keine Zeit dafür. Aber jetzt habe ich mir extra wieder Zeit genommen und deswegen gibt es heute wieder ein Video. Und ich hoffe auch wieder regelmäßig ab sofort. Ja, kommen wir endlich mal zum Wochenthema. Das da lautet, wie hat dein Umfeld auf dein Outing reagiert? Also, bei mir war das so, eigentlich, bei mir war es im Großen und Ganzen ziemlich gut. Also, Freunde und Verwandte haben alle echt positiv reagiert. Bei meinen Eltern, die waren natürlich am Anfang erstmal geschockt. Vor allem, da ich davor lange Zeit mit einem Typ zusammen war. Und da kam das ziemlich plötzlich. Aber, doch, sie konnten sich nach ein paar Tagen oder Wochen doch dazu durchringen zu sagen, Schätzelein, Hauptsache dir geht's gut, das ist uns das Wichtigste. Ja, also von daher kann ich da wirklich nur von Positivem reden. Also Freunde haben gut reagiert, auch die Verwandtschaft. So, also wenn jetzt irgendwelche Familienfeierlichkeiten anstehen, wird meine Freundin auch mit eingeladen und da gibt es überhaupt keine Probleme. Also Daumen hoch. In dem Zusammenhang wollte ich auch, die Katze ist auf dem Tisch, da soll sie nicht hin, Quentin, Entschuldigung, ja, in dem Zusammenhang wollte ich auch nochmal auf das Thema oder auf ein Thema zu sprechen kommen, und zwar habt ihr das vielleicht auch schon gesehen, bei uns in den Favoriten gibt es dazu auch zwei Videos. Und zwar kursiert gerade eher im englischsprachigen YouTube-Raum so ein Thema, das sich nennt, wie heißt es? It gets better? Also es wird better, es wird besser auf Deutsch. Ausgelöst wurde das Ganze von einem Politiker, der, also wenn ich es richtig so verstanden habe, der irgendeiner öffentlichen Veranstaltung da mal was von sich gegeben hat, also was gesagt oder erzählt hat, von seinem eigenen Coming Out erzählt hat. Und zwar um, vor allem um jungen Schwulen und Lesben zu zeigen, es wird besser. Denn gerade in letzter Zeit, und diese Thema hatte Cassandra ja auch vor kurzem erst mit einem Video angesprochen, kommt es doch immer wieder vor, dass junge Schwule vor allem und auch Lesben, also dass Jugendliche sich umbringen aus diesem Grund, weil sie schwul oder lesbisch sind und einfach so verzweifelt sind, weil sie wahrscheinlich nicht denken, dass es jemals besser wird. Und diese Videos möchten einfach sagen, es wird besser. Und ich denke mal, dass, auch wenn wir das nie so wirklich sagen in dem Video, hey Leute, es wird besser, ich denke schon, dass es bei unseren Videos auch rüberkommt. Und also guckt euch die Videos mal an, die sind, also da kann man auch mal suchen, also es gibt ziemlich viele Outing-Stories gerade, leider die meisten halt natürlich auf Englisch, aber gut. Ja, ach und in dem Zusammenhang gab es auch letzte Woche, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, also ich habe es durch Beaver Bunch gesehen und hatte auch, also es kursierte auch so eine Veranstaltungsding da bei Facebook, dass alle im Zeichen oder in Gedenken an diese jungen Menschen, die sich
selbst umgebracht haben, an einem Tag was Lilanes anziehen sollen. Das habe ich letzte Woche auch gemacht. Das war letzte Woche am Mittwoch, wo ich kein Video hochgeladen habe. da sollte man was Lilanes anziehen. Also ich habe es gemacht, wie gesagt, ich weiß nicht. Also ich war dann an dem Tag auch in der Uni. Ich habe jetzt nicht wirklich jemanden gesehen, wo ich dachte, okay, der hat jetzt was Lilanes an, genau aus dem Grund. Ich denke mal, das war wirklich nicht so wirklich verbreitet, diese Aktion. Aber vielleicht gibt es das ja jetzt noch mal öfter. Vielleicht kann man das ja organisieren, dass wir das einfach jeden Monat machen oder so. Müsste man mal drüber nachdenken. Würdet ihr das machen? Schreibt mal, würdet ihr da mitmachen, wenn das, sage ich mal, einmal im Monat so einen Tag gibt, wo man was Liedernes zum Beispiel anziehen soll, in Gedenken? Ich glaube, ich würde das machen. Ich habe zwar nicht so wirklich viele lilane Klamotten, aber okay. Eigentlich habe ich nur ein Teil. Oder noch eins, was noch ein bisschen lila gestreift ist. Aber gut. Okay. So, dann wollte ich noch erzählen. Hallo, sag mal hallo. Das ist übrigens Quentin, der war auch gerade auf dem Tisch. Wollte ich noch erzählen, es waren ja auch gerade lesbisch-schwule Filmtage in Hamburg letzte Woche. War ich natürlich auch, habe mir 5 Filme angesehen. Waren echt auch alle ganz gut. Was machst du denn da, Quentin? Das könnt ihr gar nicht sehen, ne? Naja. Ich bin heute ein bisschen abgelenkt. Jedenfalls waren die lesbisch-schwulen Filmtage in Hamburg und da wollte ich noch mal kurz erwähnen, bei dem letzten Film, den ich mir angesehen hatte, das war an dem Sonntag, The Secret Diaries of Miss Anne Lister, hieß der Film, der war echt gut. Den hatten die Junglesben aus Hamburg vorgestellt. Die Filme werden immer von irgendwelchen Gruppen vorgestellt. Und das waren bei dem Film die Junglesben in Hamburg und ja, das war ganz süß und ich dachte nur, und ich habe auch zufällig so einen Flyer an die Hand gedrückt bekommen und eigentlich wollte ich jetzt nur noch mal den Flyer zeigen und euch, weiß nicht, ich denke mal, das ist bis 25, ich denke, die meisten von euch werden unter 25 sein und wenn ihr in Hamburg seid und so oder vielleicht mal Lust habt, könnt ihr da ja hingehen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Also hier, Jule, Junglesbenzentrum Hamburg. Und zwar ist das jeden Dienstag von 16 bis 20 Uhr. Und da trifft man sich zum Kickern, Quatschen und Kennenlernen. Ja. Telefon und Öffnungszeiten. Montags kann man auch hin. Achso, da ist wahrscheinlich allgemeiner Treff da. Das ist bei Intervention, das ist so ein Lesbenzentrum. Und zwar ist es in der Glashüttenstraße 2. Das ist... Müsste da in der Nähe von der Feldstraße sein, in der U-Bahn-Feldstraße. Einfach mal gucken. Dienstags 16 bis 20 Uhr. Also wenn ich unter 25 wäre, würde ich da hingehen. Aber ich bin es ja leider nicht. Nein. Ja, das war es auch schon erstmal von mir. Ja. Nächste Woche ist themenfreie Woche. Mal schauen, was ich da erzählen werde. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann, die Jen.